Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Boah, hab ich den zerstampft, Junge. Heftig. Wir befinden uns hier noch in irgendeinem Gebiet und machen irgendwas. Wir sind auf der Jagd nach diesem komischen Wesen, was uns irgendwas geklaut hat. Das ist alles ein bisschen vage bei dem Game hier, aber so ganz habe ich noch nicht durchschaut, was abgeht. Guck mal, das hier können wir doch zum Beispiel öffnen. Ist das hier ein Shortcut in ein bekanntes Gebiet oder was? Nee. Okay. Hier komme ich definitiv nicht lang. Du bist halt schwimmen, was ganz schön Leben zerrend wäre. Testen wir das Ganze doch mal. Oh, es geht sogar. Da unten im Wasser war irgendwas, was ich doch sehr interessant fand. Irgendwas war's. Okay, bis jetzt kommen wir hier noch entlang. Nein, nein, nein. Au, 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 au. Okay. Ein Leben noch. Nein, Ori, Ori, Ori. Na. Ori. Schade. Wir waren so gut unterwegs. Leute. Krass, ey. Diese Stacheln sind sogar Insta-Hit. Ja, das ist ja natürlich doof. Okay, diese Passage hier lässt sich tatsächlich... fingermäßig ist das nicht so angenehm. Ganz schön anstrengend. Anstrengendes Gameplay hier. Nein, nein, Ori, Ori, fang dich, Ori, fang dich. Scheiße, ey. Der verliert dann aber auch komplett den Grip einfach. Hier schön weit oben sein an den Stacheln. Nein, warum? Das ist so schwammig, rutschig. Das ist echt schwierig zu machen. Dieses System, sich an der Wand zu halten und gleichzeitig zu schlagen. Man braucht denselben Finger dafür. Das ist nicht so einfach. Okay. Ach, Lebenszelle. Erstmal unsere Lebenszelle abspeichern. So, Hauptsache ich muss das nicht nochmal machen, weil das war Finger. Jetzt wollte ich eigentlich erstmal so ein Entspannungsding. Leute. Humus-Versteck. Rip Ori an der Stelle. Kartenfragmente, die habe ich gar nicht irgendwie. Komplett verschlafe.
Okay, wir sind jetzt hier mitten in diesem Versteck gelandet. Ich habe natürlich mal wieder keine Ahnung, was hier abgeht. Wir können irgendwie rechts lang, wir können irgendwie nach unten. Aber wir schauen erstmal, was wir hier an Fähigkeiten investieren können. Stichflammenbrand. Vergrößert den Radius und den Schaden der Stichflamme. Nice. Okay. Oh, wir haben ihn gefunden. Okay. Das heißt, Bossfight incoming wahrscheinlich. Sehr gespannt, wie hier Boss-Design gemacht ist. Da oben gibt es so ein Leuchteding. Okay, das Ding können wir catchen. Okay, das war scheinbar nur so ein Zwischenboss. Hier ist das Spiel auch nochmal automatisch gespeichert. Wir kriegen hier so ein Fragment und dann geht es scheinbar auch schon wieder zurück. Okay. Und damit können wir halt irgendeine Türe im Game öffnen. Oh, hier haben wir einen Kartensteinfragment. Bringe es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Sehr interessant. So einen hatten wir ja letztens auch mal gesehen. Weiß nur gerade nicht mehr so genau wo. Okay, das war so das, was wir hier unten machen konnten. Dann geht's jetzt mal weiter nach hier oben. Okay, da oben sollten wir definitiv nicht reingeraten. Das steht schon mal fest. Dann gehen wir lieber hier lang. Ah, hierfür brauchen wir die Fragmente. Eins brauchen wir noch. Das finden wir dann, vermute ich mal, hier unten irgendwo. Oder ist es... Okay. Gefunden. Nein, Alter. Hey. Zieh mir zwei Stück ab, wenn ich da dran komme. Lol. Oh, ist das eine Assi-Sequenz? Ui, hui, hui. Erstmal den Fortschritt saven ist. Ich save jetzt wirklich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Ich glaube, wir hingen da ein bisschen fest. Wo ich hier nochmal zurückkomme. Oh, eine neue Fähigkeit. Ein Stammbaum-Leru lag hier. Ein Stammbaum, Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. So, mal schauen, was wir hier für eine Fähigkeit absnacken können. Das sind Doppelsprung erlernt. Endlich. So vorhersehbar, das, also so erwartbar, dass der irgendwann kommt. Was immer ich hier abschieße. So, jetzt komme ich auch hier hoch. Und hier solche Sachen alles, ne? Wisst ihr Bescheid? Lol. Das ist ja cool gemacht. Jetzt den Wand-Doppelsprung hier. Direkt mal alles anwenden. Das ist schon cool auch eingebunden dann an der Stelle vom Spiel, dass man die neu erlernte Fähigkeit auch direkt so aktiv anwenden muss. So, der Doppelsprung sollte uns ja auch das Leben ein bisschen erleichtern. Uns ja auch direkt viel krasser über die Karte bewegen. So, Leute, was er da noch umfliegt. Ob ich da hinkomme? Ja. Bringt uns zwar nichts, aber es geht. Kacke, ich habe gar nicht so viel Platz zum Ausweichen hier. Holy shit. Durchsprinten. Okay. Du hast eine Energiezelle gefunden. Nice. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, Kartenfragment. Ich setze das mal hier ein. Mal schauen, was wir jetzt... Ah, jetzt decken wir hier das alles auf. Okay. Uiuiui, das heißt, hier links ist eine Menge Weg. Da unten werden wir... Sorry. Unten werden wir dann wahrscheinlich irgendwo auf den Gegner hier treffen. Dafür reicht der Doppelsprung noch nicht so ganz, würde ich mal vermuten. Kartenfragment benutzen. So. Gucken wir uns das hier nochmal an. Ja, wundervoll. Hübsch, hübsch. Gut, da komme ich jedenfalls nicht lang. Nee, kannst du knicken. Nein. Lol. Was zur Hölle war das? Ich habe nur noch ein Leben. Aber ich habe es irgendwie hingeschafft. Wie auch immer. Wir können rechts lang, wir können links lang. Links lang ist...
So machbar. Okay, ein neuer. Ist das ein neuer Abfallgegner? Ich weiß es nicht. Okay, das war gerade, muss ich mir die Passage noch mal anschauen. Lol, der rippt uns instant. Okay. Das heißt, von diesem Gegner dürfen wir uns auf jeden Fall nicht treffen lassen. Mit 3 Leben zieht er mindestens ab. Wir müssen dich an die Wand springen und dann darüber, Alter, ist das. Was? Das habe ich geschafft. Komm schon, jetzt geh schon drauf hier oben. Das muss ich mir direkt mal absichern, dass ich das geschafft habe. Oh, da ist der Gegner. Das heißt, wir sind sogar den Weg in Richtung des Gegners gegangen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Erstmal zurückgehen. Was gibt's denn hier unten? Okay. Was bist du? Okay. Der alternative Weg tönt mich gerade irgendwie noch was mehr an als der eigentliche. Boah, Junge, das ist aber. Heftig. Das saven wir uns direkt mal ab hier, dass wir das geschafft haben. Hier unten gibt es auch noch was. Vermutlich. Eine Lebenszelle, okay. Nein, ich hatte doch noch den Doppelsprung. Kacke, Mann. Natürlich habe ich jetzt gerade genau die Energie dafür ausgegeben. Aber die sollten wir vielleicht, hoffe ich mal, schnell wiederbekommen. Au. So. Oh. Habe ich noch eine ausgegeben? Das ist jetzt nicht so ganz gelaufen, wie es laufen soll. Bitte.
So, wo kriege ich denn jetzt hier auf die Stelle noch so eine Energiekapsel her? Ich muss ja schon irgendwie hier zurück. Oh, hier unten gibt es wieder eine. Nice. Okay, jetzt kann ich nämlich hier zur alten nochmal speichern. Ah, das hier ist sogar nötig, dass ich hier lang gehe. Okay, damit ich das, damit nicht das passiert, was eben mit mir passiert ist. Mal gespannt, was es hier als Reward für meine ganze Arbeit gibt. Okay, ich mache diese Strahlen aus. Ah, jetzt verstehe ich das. Dieser Energieschub, der hier reinfliegt, wird jetzt umgeleitet nach oben. Und jetzt kann ich hier die Decke aufsprengen. Okay, jetzt schiebe ich das hier natürlich noch ein bisschen. Okay, wir kriegen eine Energiezelle. Und ein Dingsgefäß. Ja, das ist natürlich hier der Reward, den ich sehen wollte. Im Bereich kann ich keine Seelenverbindung erzeugen. Dann schauen wir, dass ich schnell hochkomme, weil ich möchte das. Okay, ich kann sogar hier nochmal an meine alten speichern. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Nice. Stichflammeneffizient. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Nice. Okay. Dann können wir uns ja jetzt aufmachen nach hier links. So, dass wir hierfür wieder mal ein paar mehr Versuche brauchen, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Ja, wobei wir kommen unter Erleiden von Schaden auch so ganz gut durch. Wir kriegen ja auch hier wieder ein bisschen was drauf. Okay, da hüpft der Gegner weg. Nein. Okay. Oh, wir haben das sogar geschafft, ohne Schaden zu kassieren. Okay, warte. Warte. Das sieht nicht so einfach aus. Okay. Oh. Alter Schwede, Mann. Was das für eine Passage ist. Hey.
So, jetzt nicht leichtfertig werden hier. Ah, das ist eine Abkürzung, glaube ich. Okay, was hat er jetzt vor? LOL. Alter, jetzt rippen mich die Steine. Ich habe so lange ohne Kontakt überstanden. Okay, ich bin da. Befreie ihn. Boah, bin ich nett. Oh, jetzt gibt's auch die Schnauze, Mann. Hau den Boy. Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Nice. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun Zugang zum Ginosbaum. Cool. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginosbaum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Cool. Dahin. Habe ich nie aufgepasst, wo das war. Das ist klug? Wahrscheinlich. So, erstmal hier den Fortschritt saven natürlich. So läuft das doch. Hier war ich schon mal. Hey. Mann, ey, dieses dumme Viech. Ich bin fast dumm. Lol. Okay, rippig. Wo bin ich hier? War ich hier schon mal? Zum Glück habe ich so eine krasse Übersicht. Holy shit, ich bin schon wieder fast tot. Das war ich. Rippig. Ich möchte eigentlich nur zurück dahin, wo mir gesagt wurde, wo ich hin soll. Hier hin. Ich soll so speichern. Bisschen andrücken zum Teleportieren. Warte, bin ich nicht? Doch, hier kann ich mich jetzt hin teleportieren. Okay.
Okay. Ich würde sagen, das hier schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.